Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. In der letzten Folge haben wir es ja schon fast bis zu Mythos geschafft, im allerletzten Punkt hier hinter dieser Tür. Und ja, anscheinend ist das hier der Punkt, den man erreichen sollte, um einige Sidequests freizuschalten. Und ja, perfekt. Ich war jetzt eigentlich schon in Velgaia wieder und wollte von da aus wieder nach Hause gehen, aber ja, erkläre ich gleich. Ich bin jetzt jedenfalls nochmal hier in Mythos Schloss und ich soll mal daran denken, wie ich dieses Ding hier aktiviert habe. Und das habe ich nicht auswendig gewusst. Deswegen habe ich mir ein, zwei meiner Videos nochmal angeguckt und da habe ich so einen Typen besiegt, der sich nicht bewegt hat. Dann ist hinter ihm eine Truhe aufgetaucht und die Truhe habe ich aufgesammelt und da war dieses Siegel der Vergangenheit oder irgendwie sowas drin. Und ja. Deswegen wollte ich ehrlich gesagt offscreen hier wie ein Blöder so einen Typen suchen, der in irgendeinem Raum wohnt und sich nicht bewegt und man gehe hier nach rechts und der Typ scheint keinen Bock haben sich zu bewegen, also da war eine sehr kurze Suche, deswegen versuchen wir mal den zu plätten und hoffentlich bringt das irgendwas. So, zack, aua, ey. Ich bin übrigens wieder voll geeilt, weil ich in Velgaia gewesen bin und mich da ausgeruht habe. Wie habe ich mich da nochmal ausgeruht? Weiß ich gar nicht mehr. Nee, da war so ein Automat, genau. Und da habe ich mich geeilt. Und ja, deswegen bin ich wieder voll geil und jetzt bin ich wieder halb tot. Perfekt. So, ich hoffe, es lohnt sich auch hier, dieses letzte Ding noch zu machen. Dieses Rätsel hier. Bams. Die meinen eisernen Schultern hast du nichts auszusetzen. Zack, so. Und da tut sich echt was, Mann. Und jetzt weiß ich, wofür dieser Raum ist. Na gut, dann gehen wir irgendwie da hoch. Dann können wir erstmal hier für eine Weile verschwinden. Dann haben wir, glaube ich, hier alles in dem Schloss. Wie komme ich da hoch? Da musste man doch irgendwie durch die Brücke gehen, wo von wo man aus den Drachen sehen konnte, glaube ich. Bin ich mir aber nicht sicher. Nein. Also, okay, dann muss ich hier irgendwo hoch, glaube ich. So, immer weiter nach oben. Ich will da hoch hinaus. Okay, da hätte das auch sein können, aber so, hier habe ich genug von den Gegnern erstmal. Wir können ruhig weiter im Text gehen, wenn ich nicht stecken bleiben würde. Ne, das war hier. Ich will jetzt nicht noch den halben Part hier im Schloss rumgammeln. Ich möchte schon hier auch was zum... Ja, müsst mir auch schon eine Chance geben, von euch abzuhauen, ne? Sonst ist das ein bisschen blöd. So geht das ja wohl nicht, ey. Ich hoffe, ich bin hier richtig und ich bin schon zu hoch. Ey. Ich glaube, ich bin ja vollkommen falsch. Ich benutze gleich mal so ein heiliges Wasser oder so. Von den Gegnern habe ich hier langsam ein bisschen genug. Dingens, heiliges Wasser. Okay. So, dann hoffentlich. Ich hoffe, ich bin ja richtig. Du kommst ja immer noch auf mich zu. Was zum... Ey. Okay, ich werde wahrscheinlich... Weiß ich nicht. Mal gucken, was ich nebenquestmäßig machen kann. Das war schon wieder zweit. Wo zum... Ah, Mikro. Entschuldigung. Also, jetzt muss ich erstmal wieder den Weg finden, wie ich da hinkomme. Super. Wie gesagt, war diese eine Tür. Das war bestimmt diese eine einzelne Tür, wo ich vorbeigelaufen bin. Aber das ist doch nicht nur. Da war doch voll niedrig. So, hier war das eine Ding. Aber ich bestimmt irgendwie von der linken Seite aus hin. Genau. Weiß ich nicht. Ich wollte eigentlich so nur die Hälfte des Parts hier in diesem Schloss verbringen, aber das. Kommt wahrscheinlich nicht mehr hin. Oh. Oh, da wird dann irgendwie schwindelig die ganze Zeit hier so runter zu laufen, ganz ehrlich. Hätten sie auch ein bisschen kürzer machen können, finde ich. Ja, was bringt es denn einen jetzt hier 5-6 Mal hintereinander, so die Treppen runter zu gehen? Das ist schon... Ich kenne echt keine Gnade hier, ne?
Jetzt die Dinger halt nicht so lange. So. Keine Ahnung, und eben links dann. Ja, und dann glaube ich hier nach rechts war das. Also merke immer das letzte Dingen, wo man nachguckt. Da ist immer richtig. So, und jetzt da nach rechts, ne? Und dann kommen wir da hin. Glaube ich. Und für diesen lilanen Nebel halten wir uns erstmal fern. Für eine ganze Weile. Ich will versuchen, dass das nicht zu lange dauert mit den Nebenquests. So, da ist jetzt, keine Ahnung, Siegel der Zukunft. Stein der Zukunft. Ja, oder Stein, ja. Kann sein, weiß ich nicht. Ja, ich will jetzt alles Nebenquest-mäßige machen, was nichts mit super optionalen, mega starken Bossen zu tun hat. Deswegen, ja, wird das schon irgendwie klappen. Ich werde versuchen, bis zum 150. Part, dass wir irgendwann dann den finalen Boss plätten und dann werden wir, weiß ich nicht, optionale Dungeons und was weiß ich, was das hier geben wird, machen. Das ist ein guter Plan, oder? Was? Wo bin ich? Es geht schon wieder los. Ja. Hier. Und dann einfach hier runter, glaube ich. Müssen wir auch schneller dahin kommen. Und jetzt wieder diese Treppe, die mir ein bisschen auf den Nerven geht, wenn ich ganz ehrlich bin. So, dann haben wir jetzt den Stein der Zukunft und können da irgendwas machen. Die Box bleibt einfach so und bleibt weiter eine Box und ja, der Stein der Zukunft ist. Ja, was denn? Hier in der Nähe muss ich mich auch noch übrigens noch umgucken. Vor Mythos Schloss. Da waren ja so ganz lange Wege. Steht etwas geschrieben, es heißt, wird die Zukunft uns eine friedliche Erde bescheren, von zärtlichen Winden gestreichelt? Ich muss gerade gucken, ob mein Mikrofon überhaupt an ist. Wird sie ein reißender Fluss sein, der alles in seinen Wege mitreißt? Wird es einen Lichtstrahl geben in unserer Zukunft? Ich nichts wissen, ich einfach nur, ja. Dann packen wir die Dinger alle da rein. Wäre schon irgendwie richtig sein. Ich stehe aber nicht, warum immer einer übrig bleibt. Anscheinend ist einer irgendwie zu viel. So wie ich das mitbekommen habe. Oh, da muss noch einer runter. So. Okay. Ja, war falsch. Also habe ich doch beim letzten Mal habe ich die richtige Reihenfolge auf Anhieb gehabt. Wow. Also muss man doch eine bestimmte Reihenfolge haben. Und ich habe nur, ich meine, ja, idiotisches Glück, die richtigen gehabt. Sehr schön. Wie grün ist falsch. Grün ist nie falsch. Grün ist Macht. So. Weiß. Oder der Gelbe da. Der Gelbe könnte vielleicht auch noch irgendwas. Vielleicht muss ich den ja hier entschieben. Weiß nicht. Mal gucken, sicher. So, weiß, das muss er doch mal sein. Weiß Schnee. So. Das muss jetzt richtig sein. So. Was? Ja. Da muss jetzt der Gelbe sein. Den muss ich doch irgendwie hier hinschieben können, ne? Und jetzt blauer erschienen, was? Okay, nehmen wir den blauen. Wenn der ist nichts, dann muss er der gelbe sein. Hoffe ich. Jetzt Siegel ist blau, also muss ich blau sein. Das macht auch Sinn, oder? So. Jetzt sagen wir nicht, der ist auch falsch. Oh Mann. Ey. So war der Gelbe richtig. Muss ich warten hier oder wie? Da muss ich da mal richtig sein. Hab ich auch schon wieder irgendwo festzustecken. Ich will doch mal weiterkommen. Ich glaube, erst was wir machen, wenn wir hier raus sind, ist in Luin wieder ein bisschen Geld reinspenden, weil ich ja, ich keine Ahnung habe, was ich damit anfangen soll, ne? Gibt's
bestimmt Sachen, die ich damit anfangen kann, aber das ist halt einzige, was mir gerade einfällt. Wo ich weiß, dass da Nebenquests sind. So, endlich. So ein Sharingan da in der Mitte. So, jetzt grün. Jetzt muss aber grün sein. Ich fühle es. Ich spüre es. So, da bleibt aber immer noch einer übrig, ne? Sehr gut. Ich muss die beiden da in die Mitte reintun. Ja, ne, einer müsste ja, zwei müssten ja übrig bleiben. Oder? So. So, du. Ja. Und. Ne, Schussschwisch, okay. War aber echt verdammtes Glück bei der anderen Seite. Okay, Hälfte des Parts kann ich schon mal knicken. Aber in diesem Part sind wir hier im Mythos-Schloss fertig und dann werden wir uns draußen hoffentlich sehen. Hoffe ich. Will ich mich mit anderen Zeugs jetzt beschäftigen, erstmal. Ich werde mich auch nicht zu hoch leveln oder irgendwie so, ich werde gar nicht leveln. Offscreen. Ich habe bis jetzt noch nie offscreen hier gelevelt. Doch einmal, glaube ich. Wo ich, weiß ich nicht. Weiß gar nicht gegen wen. In irgendeiner Menschenfarm war das. Wo ich da fertig gemacht worden bin. So, dann. Hier, der blaue. Ups, falsche Richtung. Dann müssen wir die beiden irgendwo in der Mitte reinpacken, glaube ich. Nehme ich mal an. Und dann ist alles gut, ne? Ja, okay. Also ich habe bestimmt noch so irgendwie, das ist jetzt ja, wie viel der Part? 143, ne? So ungefähr 7 Parts Nebenquests. Also werde ich wahrscheinlich eine Woche lang nur Nebenquests aufnehmen und danach werden wir irgendwann weitermachen. So, und jetzt muss ich hier zwei andere Bastarde noch eintun. So, dann kann ja nur der oder der andere sein. Wahrscheinlich ist der Pinke schon wieder falsch. Den durch immer als ersten ausprobieren, der ist immer falsch. Ich glaube wirklich, das lohnt sich auch, wenn da jetzt irgendwie, was weiß ich, so ein, weiß ich nicht, ein wichtiger Gegenstand ist, der irgendwie keine Bedeutung hat, dann ist das blöd. Eine Waffe oder irgendwie sowas, da wäre schon richtig nice. Obwohl das Ding ist auch nicht in so eine, ja, der könnte auch eine Teufelswaffe sein, fällt mir gerade ein. Da könnte ich auch übrigens auch leicht herausfinden, wie viele ich habe, indem ich mal versuchen könnte, die zu verkaufen. Weil ich denke mir mal, die kann man nicht verkaufen. Weil, oder die sind da nur eins wert oder so, damit man die auf jeden Fall nicht verkaufen sollte. So kann ich auch herausfinden, ob da Teufelswaffen sind. Dann könnte ich auch ungefähr so gucken, wie viel ich noch brauche. Von jeder Waffenart, glaube ich, ne? So. Perfekt. Jetzt noch das hier. So, Pinky, du gehst jetzt dahin. Dazu kommt auch endlich. Yay! Und hoffentlich lohnt sich das auch. Wenn irgend so eine Waffe bekommen wir dann, mit der wir Mythos irgendwie mit Einschlag weghauen können oder irgendwie sowas. Bestimmt. Den Kampf freue ich mich auch schon übrigens. Gucken, ob der schwierig wird. Letzten Storyboss waren ja nicht so, ja. Der Typ vom, vor der Tür, der war sowieso, also der Drache vor der Tür, der war sowieso, bläh. Lachnummer. Oh, zack, endlich. Ja, das hat sich nicht gelohnt. Gesegneter Stein, ja supi. Was mache ich damit? Ein heiliger Stein, der zum Versiegelung vom Bösen verwendet wird. Geil. Dann sagt mir überhaupt nichts. Ich möchte ihn umtauschen, kann ich was anderes damit machen. Wahrscheinlich öffnet er irgendwie so eine Secret Dungeon oder irgendwie sowas. So. Weiß ich nicht. So, zerstörten Siegel kann man zurückkehren. Ach, jetzt kann man ganz zurück. Ja, wurde mir auch gesagt. Nein. Ich kann gar nicht ganz zurückgehen sofort, weil wir müssen noch einige Sachen hier erkunden.
Weil wir waren ja auf diesen Dingern ja so irrsinnig lange Wege und ich habe ja, ich meine, Idiotenglück mal wieder, den sofort richtigen Part gefunden. Man konnte irgendwie nicht die anderen Sachen erkunden. Von wo kam ich? Von da oben, ne? Oder? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Aber egal, gucken wir mal. Ne, ich glaube jetzt falsch. Weil ich habe ja irgendwie geschafft, in diesen riesig langen Parts da, Parts, Wege, den richtigen Weg zu bekommen. Deswegen, ach, kann ich ja nochmal überall durch die Gegend drin und die anderen Schatzungen für den einen habe ich schon mal gefunden, jedenfalls. Ich bin irgendwie direkt nach rechts gegangen, als ich hier hingekommen bin. Und da war auch richtig. So ein Dreck. So, hier. Ja, genau. Das wird jetzt überhaupt nicht lange dauern. Dann sind wir hoffentlich auch mal ganz hier fertig. Ich will wieder da draußen gehen, jetzt irgendwie zu viel lila. Ah. Geh weg. Au. Ey. Tschüss. Wir können nicht mal hier. Zack. Tschüss. Ja. Hier haben wir schon mal zwei Wege. Ich glaube, links war ich nicht, ne? Bin mir natürlich nicht sicher. Da war ich unten nicht. Also blöd, weil die Wege sind hier so lang. Okay, der ging jetzt noch, aber ich hier schon? Weiß ich nicht. Hm. Ja, okay. Ist nicht gut. Hm. Oh Mann. Ey. Muss ich mir extra so eine Karte irgendwie so machen oder was? Die Leute, die so einen beschissenen Orientierungssinn haben, ist halt echt die Hölle. So, was zum... Ey. Na gut, dann nach oben. Ist ja nicht lang, das dauert ja nicht lang. Okay, weiter. Jetzt gucken wir mal da. Das ist aber echt lang, ganz ehrlich. Danke. So, hier ist nichts Schönes. Magieband, geil. Was macht das? Okay. Ja, Presser. Verteidigung. Nur Dingens. Hä? Starker magischer Kraft, Verteidigung, ja. Armband. Gehen wir hier einfach, Bams. Und Haarband. Und... Sehr gut. Ist irgendwie für alle gelohnt gerade. Wie auch immer es geschehen konnte. Okay, dann... Also nicht nach rechts ganz, ne? Oder nach unten. Ich glaube, ganz rechts war wieder der Weg, wo ich nicht hin musste. Also der richtige für mich. Eieiei. Ja, hier war, hier konnte man nach unten gehen. Ah, wo kann mir nicht vorstellen, dass hier alles so optional ist. Gehen wir mal erstmal hier lang. Mal, warum ist denn das so lang? Ey. So. So, und jetzt sehe ich schon wieder, dass das noch weitergehen. Ich glaube langsam, das ist richtig. Deswegen gehe ich nochmal zurück. Das dauert ja nicht lange. Ich weiß, ich klinge jetzt so, als würde ich mich die ganze Zeit beschweren, aber keine Ahnung. Was ich herausgefunden habe in meiner Zockerzeit, wenn man sich über ein Spiel beschweren kann, dann ist es irgendwie gut. Sobald man sich über irgendein Spiel aufregen kann, dann weiß ich, dann tut es einen ja irgendwie emotional berühren. Also kann das nicht schlecht sein. So, jedes Mal, wenn ich mich irgendwie beschwere über irgendein Spiel, dann könnt ihr schon denken, ja, ich mag dieses Spiel. In irgendeiner Weise.
So tut man eine emotionale Bindung und so da aufbauen und so. Mein Gott, ist ja lang. Ey. Was ich liebe, das neckt sich. Ist schon irgendwie sowas. Mann, bin ich tiefgründig. So, hoffentlich ist das hier richtig. Wenn jetzt der linke Weg richtig war, ne? Also, der nach ganz zurückführt, dann... Oh, perfekt. Ich glaube, da ist die Tour, die ich gefunden habe letztens. Erfahrungsgebiet Level 4. Yay, davon habe ich schon genug. Kann ich nicht auch irgendwie ein Galt oder so umwandeln oder verkaufen oder irgendwie sowas? Man kann Galt gegen Game eintauschen, aber umgekehrt... Ja, ne, man kann das doch, glaube ich, oder? Also... geben in Galt umwandeln oder irgendwie sowas, ne? War das nicht so? Oder nur umgekehrt? Ich meine, aber auch andersrum so. Weiß ich gar nicht. Wir schon sehen. Und 21 Minuten und wir sind immer noch hier drinne. So wird so die Hälfte des Parts nur hier rumgammeln. So, jetzt müssen wir nach links, ne? Und dann müssen wir zu diesem Teleporter. Also wir müssen so lange laufen, bis wir den Teleporter erreichen. Und dann müssen wir nach links, weil wir sind da sofort nach rechts gegangen. Da weiß ich. Und das war ja richtig. Das müssen wir nach links. Macht Sinn. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Stufen, glaube ich. Waren das jetzt? Weil hier noch irgendwo eine Gabelung ist, ne? Hm? Okay. Ich dachte, da wäre eine Schatztruhe oder so, weil ich kam da gerade nicht vorbei. So, da ist eine Truhe und ja. Hier sind wieder zwei Wege. Oh Gott. Oh, Mattel. Ich will eigentlich die ganze Zeit oh mein Mattel oder irgendwie sowas sagen, ne? Anstatt oh mein Gott. Muss ich mir angewöhnen. Dabei bin ich noch nicht mal gläubig. Ich dürfte auch gar nicht oh mein Gott sagen, eigentlich. Kompliziert. So, meine Güte, wo bin ich denn hier? Warum ist das so lang? Das Beste wäre es, wenn ich bei irgendeinem optionalen Boss oder so stolper und der mich dann richtig fertig macht. Dann kann ich das ganz normal machen und nochmal in diesen... Und hier war ich schon. Verdammter Dreck! Ja, dann war ich hier auch schon, ne? Oh, das ist ein Spiel, das war nun mal damals so. Ja, so weit bin ich dann schon wieder blöd. Ey. Vor allem, ich war wahrscheinlich auch schon da, weil ich da eine Truhe gefunden habe, ne? Wer weiß, vielleicht habe ich ja irgendwann jetzt ausgelöst, weiß man ja nicht. Ich bin ja jetzt an so einem Punkt angekommen. Deswegen versuchen wir mal. Vielleicht hat sich ja irgendwas geändert, ich weiß es ja nicht. Ja, man kann es auch ein bisschen übertreiben, ne? Warte mal, bin ich jetzt schon wieder am... Ich habe keine Ahnung. Ich bin ja wieder am Anfang, glaube ich. Oder? Ja. Wisst ihr was, ich habe eine bessere Idee. Ich werde jetzt ausgehen ja den ganzen Ort nochmal abgrasen, weil ich glaube, als irgendwas anderes außer lange Wege wird man sowieso nicht verpassen. Und werde dann einfach sagen, was ich eingesammelt habe. So, das ist ein guter Plan, ne? Dann mache ich jetzt. Also sehen wir uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.